Film schon. Sag was. Was du für neue Farmflug machen willst. Müsstet. Bin irgendwie gerade antriebslos. Der Tag hat mich gestresst. Nur weil mir Putzer helfen. Ja. Massage. Ja. So, grüß euch und herzlich willkommen zum neuen Video vom Grimhof. Ja, heute haben wir einen kleinen Wandertag. Der Sonntagsspaziergang durch den Wald. Na, so ist es jetzt gerade. Sondern ja, ich bin jetzt auf dem Weg in ein Waldstück bei uns zum Kontrollieren, wie es da denn ausschaut, wie es vom Sturm und so weiter. Ah, gut, ich komme schon gleich zum Schnaufen, obwohl es ein bisschen raufgeht. Ja, also ja, wie gesagt, ob es vom Sturm her, wie es da ausschaut, es hat doch hier im Winter einige Stürme gegeben, wo ziemlich gewütet haben, so strichweiß, und wo es halt doch ziemlich viel dann umgehaut hat im Wald. Ja, und da bin ich jetzt einfach mal am Schauen, wie es da bei uns ausschaut. Und da komme ich jetzt gleich in das erste Waldstück. Da müsste eigentlich nichts sein, normalerweise. Weil da doch bloß noch eigentlich relativ viel Buche drin steht. Und Buche, ja, die sind schon sturmwiderstandsfähiger wie jetzt Fichte. So, und da sind wir schon. Herrschaft, nein, da muss ja ein bisschen laufen und schon schnaufen wie ein Ross. Man vertragt halt nichts mehr. Man halt nichts mehr aus, gell? So, und da sind wir da. Machen wir mal einen Rundblick da rein. Also da drinnen ist jetzt, da drinnen seht ihr nichts. Die ganze Fläche, wo jetzt so also frei ist, ist meine. Und da ist nichts mehr, weil wir da vor 12, 13 Jahren habe ich da mal, da ist alles hauptsächlich Fichte drin gestanden. Habe da mal ziemlich Holz rausgenommen, so einzelne Bäume halt raus. Und wo das dann husser war, dann haben die anderen mehr Licht gekriegt. War ein bisschen ein blöder Sommer, auch warm und Ding, Borkenkäfer reinkommen und der Rest ist auch noch fällig. Wir haben halt alles raushauen müssen. Gell? Und darum ist das halt jetzt so. Aber was jetzt da das Gute ist, und ich habe da drinnen nichts gemacht, also nichts abpflanzt oder sonst was, sondern einfach mal so lassen, mal schauen, was passiert. Und was sieht man so vom Rand her, ist schon der. Die Naturverjüngung jetzt da, wo schon wieder kommt. Da kommen schon wieder Fichte, kleine und Ding. Es dauert halt ein bisschen länger, aber es kommt. Weil Abpflanzen wird da drinnen sowieso nicht viel bringen. Das sind alles so Brombeerbosche. Die wachsen ja Meter 50 hoch. Da kommt am Anfang sowieso nichts auf. Und drum, ja, jetzt lassen wir das einfach so machen. Aber das wird von selber wieder. Das kommt. So, dann geht es auch noch da runter. Wie ist jetzt da? Jetzt müssen wir die Dinger machen. Ja, da ist ungefähr die Grenze, ist da ganz dahinter. Geht runter. Da unten hört man Bach rauschen. Da unten liegt an, irgendwo da, so ein Wurzelstock. Ja, noch ein Stückchen, dann runter geht's. Und da runter. Es ist nicht so groß. Ich glaube, knappes halbes Hektar, was das hat. Aber so wie es ausschaut, schaut es gut aus. Fällt sich nichts, also es liegt nichts am Boden. Das hier schon muss man als erstes schauen, oder? Wenn Wipfel am Boden liegen, dann muss man nach oben schauen. Was sagen oben, oder? Die Tanner, weil die doch oft im Sturm den Wipfel abbrechen. Gell? Aber wie gesagt, da sind ja nun mal viele Tanner drin. Und drum passt es. Also hauptsächlich was noch Brennholz für uns. Buche machen wir Brennholz drauf. Okay. Das wäre es jetzt soweit. Da, das ist Nachbargrundstück, oder? Das sind so Fichte-Reinkultur. Ist eigentlich ja nicht mehr das, was gewollt ist, gell? Weil man doch ja den Mischwald will, der natürlich auch widerstandsfähiger ist. Aus Fichte, Buche, Ahorn, sowas. Gell? Die, wo halt, also nicht nur Fichte, sagen wir mal so.
Aber die Fichte ist halt der wirtschaftliche Baum, gell? Wenn man den halt für Bauholz und für alles Mögliche hernehmen kann. Jetzt eine Buche ist eigentlich hauptsächlich bloß Brennholz. Gell? Und darum ja, hast du halt eine höhere Wertschöpfung aus der Fichte. Gell? So, was haben wir da noch? Na, das passt da drin. Also, Wanderung weitermachen. Und dann fahren wir mit dem Traktor mal weiter. Genau. Dem Altweg am höchsten Punkt ankommen. Da fahren wir jetzt hinter wieder runter. Da sind jetzt die letzten zwei Alphütten, wo über den Weg erschlossen sind oder herüber sind jetzt. Und ja, jetzt geht es da mit dem Weg wieder weiter runter und dann kommen wir wieder in eine andere Richtung. Ja, lasse ich euch wieder von an ausschauen. Kommen wir zur nächsten Holzmark, sagt man bei uns, also das Waldgrundstück. Kann direkt sehen, da oben steht der Traktor.
Also ich muss mal zeigen, wie toll die Holzmarke ist und wie schön man da hinkommt. Ja, mal nach vorne schauen. Da könnt ihr euch ja vorstellen, dass das ganz toll ist mit dem Traktor da herzukommen. Ja? Weil das da drin, da runter und ja, weiter hinter, das ist jetzt da mein Wald. Oh, da heißt es Arbeit. Als erstes rennt er da rein, wenn man so Schöps drin hängt. Der ist zwar schon länger, der ist schon letztes Jahr schon drin gewesen, also den habe ich auch noch lassen, solange er noch grün ist und noch funktioniert. Und so schaut es auch noch aus. Bleibt da, aber da haben wir schon welche stehen, abgerissen. Jo, wieder mal Arbeit da herüber. So, schaut's her. Einmal abgebrochen, da unten nach 2 Meter abgerissen. Da rüber ist noch was. Nicht schön. Jetzt auch schon. Einmal komplett mit Wurzelteller umgehaut und den Baum hat es ja, auf 2 Meter Höhe abgerissen. Aber, muss man mal reinschauen, hat dem was gefällt? Eigentlich nicht. War komplett gesund. Komplett gesund, komplett abgerissen. Hammer, he? Muss man mal vorstellen, was da für ein Kraft dahinter steckt, dass es hier beim 2 Meter so abreißt, gell? Brutal. Und der da liegt auch. Aber wenigstens liegen sie schon mal schön in eine Richtung, weil da geht eine kleine Fahrspur runter. Da kann ich runterfahren. Aber ein wilder Weg. So. Wenn sowas mache, gell? So schaut's aus. Ja, ich tappe jetzt dahinter mal noch ein bisschen weiter rum und nachher schalte ich gleich wieder ein, wenn es noch was gibt. Ja, schaut, wenn man sowas sieht und solche Wipfel am Boden liegen, das ist immer das Problem, dass die dann oben abgerissen sind und jetzt runterliegen. Und das ist halt so auf Dauer, kann ich sagen, ist der Baum tot, weil der einfach, wenn der Spitz fällt, das nichts mehr wird. Meistens trägt, wenn der Weig nur unter Abbruch ist, dann verdrückt es und wird kaputt. Manchmal geht es auch noch, dann treiben die an der Seite nochmal einen Trieb aus und treiben nachher weiter. Aber natürlich der Wert von dem Holz sinkt doch das natürlich drastisch. Gell? Das ist jetzt bloß eins. Okay, schauen wir weiter. So, jetzt sind wir an der unteren Stelle von dem Waldstück angekommen. Oben sehen wir da noch die liegenden Bäume. Da ist jetzt eine Grenze. Und da ist der Weg, wo ich rausfahre. Lustig, gell? Da muss ich durch diese Wildnis. Gibt es keinen anderen Weg. Da bin ich letztes Jahr schon mal gefahren. Jetzt schaut es natürlich noch extremer aus, weil der Schnee wieder alles zusammendrückt hat. Aber nett, gell? So viel dazu zur einfachen Waldbewirtschaftung im Berggebiet. Und dann runter und so weiter. Ich latsche jetzt da gerade runter, aber das sehen wir da mal, wie einfach das doch ist bei uns, gell? Ja, wieder auf, weil ich muss noch woanders nach, noch weiter schauen. Ah ja. Und
da muss sich der kleine Fendt darauf kämpfen dann. So, machen wir woanders weiter. So, sind wir am nächsten angekommen. Ist auch ganz nett. Also da hat jetzt nichts gefehlt. So, jetzt einmal, wie das so ist, was das man sieht. Also 45 Grad reicht halt, das ist noch mehr. Also das gehört auch mir bis runter am Bach, Bachische Grenze und dann darüber. Lauter super schönes Bergwaldholz, wo gar keine Arbeit macht. Ist halt schwierig, wenn halt bei allem, bei solchen Arbeiter ganz allein bist, da bist du ein bisschen angeschissen. Aber ja, ne, hilft ja nichts. Mal allein sind wir allein. Ja, da geht es auch noch auf. Schaut schön aus, gell? Schön grün, wie es Eis wird. Da sind auch, werden auch welche drin, die da, die vertrockneten Stecke, sollten eigentlich auch höchste Zeit mal raus, weil sonst kannst du gleich umhauen und liegen lang. Ja, mal schauen, ob ich da heuer noch raufkomme. Ja. Auf jeden Fall gibt es viel Arbeit im Wald heuer. Ob ich da einer. Okay. Das ist, wenn man wenigstens schön anfahren könnte, aber nirgends kommt man gut nach. Das da ist ja schon ein guter Weg, aber halt sehr, sehr rustikal. Ja, gehen wir weiter. Mein privater Wasserfall. Habt ihr das gesehen? Ja, das kann nicht jeder haben. Habt ihr das? Euren privaten Wasserfall. Bloß bringen tut mir das alles nichts. Aber wenigstens schön ist es, gell? Ja. Wir werden irgendwann die Grenze suchen. So. Ja, schon könnte man da. Ja, da oben sieht man jetzt nicht mehr so viel. Da haben wir eine kleine Schlucht, dann geht es runter und da ist der Wasserfall. Plätschert da schön runter. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber auf jeden Fall, da geht es saumäßig weit nach. Jo. Also gut. Suchen wir weiter. So, jetzt fahren wir wieder nach. Ich habe jetzt noch euer Waldstück angeschaut. Auch wieder viel Schaden, oder ja, eigentlich noch mehr sogar, aber es ist mehr Jungholz, also ja, leichtere Stämme, kleinere Stämme, 20, 30, das ist stark, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, ja, aber gibt es auch noch einiges zu tun. Der einzige Vorteil ist da, dass ich da viel besser nachfahren kann, also da geht ein Forstwerk nach, da kann man ja, fast bis ins Holz gerade nachfahren. Und das ist leichter zu machen. Also, dann fangen wir mit dem an, wenn es leichter geht, oder? Genau. Ja, so ist es jetzt einmal. Ja. Heute ist ja Donnerstag, schon. Donnerstag, der 2. Mai, gell? Die Woche habe ich eigentlich nicht viel fertig gemacht. Ja, ich weiß auch nicht. Anfang Woche war ja Montag, Dienstag war es ja noch richtig scheiße, das Wetter richtig kreislig, kalt und regnerisch und da, ach, da war ja gar kein Bolzgeld, das muss ich machen, großartig. Hat man halt ein bisschen so, da ein bisschen Reparaturarbeiten gemacht, am Haus noch vom Winter noch Dachziegel hingewehr, oder da ist noch viele Dachziegel gewechselt, sowas gemacht. Und dann einmal ums Haus rum
aufgerummelt, ein bisschen der ganze Schrott gesammelt wieder und zum Entsorgen gefahren. Lauter so kleine Arbeiten halt, was halt so machen. Und weil das war es eigentlich hinter Wert, um da irgendwie filmen. Ja. Und dann am Mittwoch, 1. Mai, ist ja Feiertag. Für uns waren auch zwei Feiertage dann. Da haben wir auch wieder Vollgas schaffen müssen. Meine Frau und ich, Claudia und ich, weil Gäste bei uns komplett abgereist sind an dem Tag und auch wieder neue gekommen sind, dann haben wir immer, muss halt die ganze Abreise abrechnen, oder? Und dann, bis einmal alle futz sind, nur schwätzen und machen und tun. Und dann, wenn sie dann futz sind, die ganze Wohnung wieder putzen, auf Vordermann bringen. Und da habe ich diesmal auch mithelfen dürfen. Ja, war richtig schön. Richtig schön. Aber nein, muss halt auch sein. Das gehört zu unserer Arbeit auch dazu. Unser Hof ist halt jetzt nicht so groß, dass wir da nur vom Hof leben könnten, weil wir brauchen halt irgendwo anders auch noch ein bisschen Einkommen. Das haben wir uns halt da also über die letzten Jahrzehnte sind es ja jetzt mittlerweile schon geschaffen. Und es läuft super. Wir machen es scheinbar auch gut, sonst hätte es nicht so gut laufen. Und wir haben ganz nette Wohnungen und wir sind natürlich super nette, gell? 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 Ja, weißt du. Klar, also und. Und so läuft das ganz gut, Und das ist, das freut uns auch. Das ist ein richtiger schöner Ausgleich. Und die Arbeit jetzt mit den Kühen und jetzt, Landwirtschaft so zu machen und da auch einfach das ganz andere. Mit Gästen, mit Leuten in Kontakt, und die sind da und sind total entspannt, sind ja in Urlaubsstimmung, denen geht's gut, gell? Und alles. Also das ist ja eine richtig eine gute Kombination. Und das machen wir gerne. So, anhalten und mit der Also das ist eine gute Sache, die Vermieter, die machen wir gerne. So. Und da habe ich natürlich, 1. Mai war ich da auch voll im Einsatz. Gell? Und jetzt ist ja Donnerstag. Was soll ich noch sagen, Welle? Zum Ding, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass bei uns auch so saumäßig trocken schon ist und alles. Also es hat jetzt schon wieder geregnet. Also von letzter Woche Freitag bis Dienstag hat es geregnet. Hat aber jetzt nicht so, 30 Liter hat es geregnet. So. Aber das ist so richtig schön gemütlich, kommen wir immer ein bisschen. Also das hat der Boden total gut aufnehmen können und ist gut. Also das ist perfekt. Jetzt 1. Mai und heute war es jetzt schön und morgen, ab morgen soll es wieder scheiße. Dann schauen wir mal, was ich dann da noch will. Was da noch gut, noch ein bisschen was zum Tour, aber es ist jetzt gerade. Ja, muss man schauen, wie das eigentlich Zeuge kauft, das da wird ist. Und wenn es jetzt dann, so wieder hoch, wieder minder wird und schneien soll es am Wochenende, bis runter wieder. Kalt wäre, eklig wäre, stürmisch wäre, schneien, der ganze Zeug. Aber, ist nicht ungewöhnlich bei uns, gell? Okay. So, dann gucken wir da mal, dann machen wir jetzt mal weiter, aber gleich. Jetzt sind wir daheim. Ich geh raus da, du Lüder. Da, können wir dann mal nach vorne rausschauen. Die Heimat kommt. Telefonbord, ich muss nach. Heute ist Freitag, 3. Mai. Jetzt sind wir ja schon die ganze Woche im Holzquer und darum machen wir gerade heute noch mal das letzte Mal auch noch weiter mit dem da. So tun wir unsere
Unser Brennholz kommt jetzt in Kellerei, oder? Wenn wir da herum da unsere Zentralheizung und den Ofen haben. Und ja, so mache ich das Brennholz. Meterscheiter mit einem Bündelgerät zu einem Meter Dinger Bündler. War draußen gelagert, draußen trocknet und jetzt kommen wir zum Keller. Weil Wochenende hat er Schnee. Gerade vorhin hat er gesagt, bis Sonntag irgendwas von 50 cm Schnee bei uns. Ich hoffe bloß, dass das halt ganz oben auf der Berg ist und nicht bei uns. Aber ja, das ist schon egal. Trotzdem müssen wir was reinholen. Ich stelle euch mal auf Zeit. So. Flackert die ganze Gaudi da und Claudia ist schon ganz erfreut, dass sie das jetzt gleich in den Keller reinbeigen kann. Nein, Freizeit. Warum? Was darfst du machen? Ach, immer die scheiß Arbeit immer selber machen. Seine Mann. Die geht da. So, jetzt hupf ich da rein und beig das alles rein. Jetzt habe ich fertig. Mal herschauen. Jetzt links und rechts da zwei Steherei beiget. Und ja, das sollte jetzt die nächsten drei Wochen wieder reichen, ungefähr. Je nachdem. Wenn es natürlich jetzt wieder so arschkalt wird, wird es wahrscheinlich Hitze reichen. Wahrscheinlich wird es der eine oder andere auch interessieren, bevor er nachfragt. Will ich es euch mal zeigen. Das ist unser jetziger Ofen.
Metterscheiter, also die komplette Scheiter passen da rein. Da hinter im Eck der Boiler und auf der anderen Seite hinter im Keller sind die Pufferspeicher, 3.500 Liter Wasser wird da aufgeheizt und wird zum Heizer und zum Brauchwasser dann hergenommen. Und das im Sommer schmeißen wir das immer bloß da rein, weil es dann halt gleich näher beim Ofen ist. Dann kann man es gleich von daher, oder? So zum Ofen nehmen wir sonst. Das Holzlager für den Winter ist extra in der Mikrowelle. Genau, so. Das ist jetzt, ja, mal so viel dazu. Ich denke, ihr wisst, die schon öfters einmal bei uns geschaut haben, die wissen ja, oder, dass ich schon am Planen bin, zum Hackschnitzelheizung bauen. Und ja, das wird so im Sommer passieren nachher. Okay? Okay. Und da werde ich euch dann natürlich klar auch wieder mitnehmen. Und dann vielleicht nochmal das ein bisschen die Unterschiede und ja, und wie halt das so alles läuft machen. Jo, dann denke ich, wird es für das Mal nur sein. Dann beschließen wir es für die Woche. Alles klar. Dann ja, dann bedanke ich mich einmal wieder fürs Zuschauen. Und ja, mich freut schon auf nächste Woche. Nächste Woche kommt, glaube ich, ein Video. Das ist cool. Also da, doch, das müsste gut werden. Aber sage du jetzt noch nichts. Ein bisschen Überraschung soll ja auch noch sein, oder? Okay. Jo, also gut. Dann möchte ich noch was sagen. Ja, eigentlich, jo. Wie machen wir jetzt das? Noch etwas. Und zwar, ich habe mir letztens einmal so Gedanken gemacht über den Kanal Grimhof von mir. Ja, gibt es ja jetzt so seit gute 2 Monate, 2,5 Monate, oder? Hat schon 2.500 Abonnenten. Ist echt eine coole Sache, gell? Dass das so schnell gegangen ist. Und ja, dann haben wir halt so ein bisschen überlegt, was hast du denn für Ziele eigentlich? Was soll da noch kommen? Und ja, ein bisschen halt so hin und her überlegt. Und ich habe mir eigentlich dann gedacht, so, dass ich als Ziel für dieses Jahr 10.000 Abonnenten habe. Und das würde ich ganz gerne erreichen. Ob das klappt, das weiß ich natürlich nicht. Liegt natürlich zum Großteil an mir. Ob jetzt ich gescheite Videos mache, die euch gefallen und die euch unterhaltet und informiert und wie auch immer. Und, aber gut, natürlich liegt es auch an euch. Euch, ihr, meine Zuschauer, die wo zuschaut. Ja, ob euch das gefällt, gell? Und ja, und ob ihr den Kanal abonniert und ja, einfach weiter schaut, gell? Und das würde mich schon interessieren. Und, aber das Ziel habe ich eigentlich bis dahin. Und dann habe ich mir gedacht, um da ein bisschen einen Anreiz vielleicht zum Schaffen oder auch wie auch immer, wenn ich das Ziel erreiche, 10.000 Abonnenten in diesem Jahr, dann möchte ich am Ende vom Jahr oder wann das Ziel halt erreicht ist, also wenn das Ziel schon vorher erreicht ist, wird es vorher gemacht, wenn nicht, wird es halt später. Wenn das Ziel erreicht ist, 10.000 Abonnenten auf unserem Kanal, dann möchte ich ein Gewinnspiel machen. Ein Gewinnspiel oder eine Verlosung oder wie auch immer. Ganz genau weiß ich es noch nicht, aber auf jeden Fall so 3 Preise ungefähr, denke ich, aber gute Preise. Und der Hauptpreis soll sein, eine Woche Urlaub auf dem Grimhof. Urlaub auf dem Bauernhof bei uns. Und für, ja, das kommt darauf an, für 2 Personen, denke ich jetzt mal so. Wenn es natürlich ein Junge ist, wenn ein 12-jähriger Zuschauer den Preis gewinnt, dann wird es natürlich für eine Familie sein, für 4 Personen, sagen wir mal. Aber das wird dann kommen. Aber, und dann halt nur 2 schöne Preise dazu. Das wäre mein Vorschlag. Jetzt schauen wir mal, ob da was, ob das was wird, gell? Und da sind natürlich ihr auch gefragt. Macht's Werbung für unseren Kanal, wenn es euch das gefällt. Abonniert's, liked's, teilt's, schreibt's auch Kommentare. Und das Ganze, das wäre echt eine Sache. Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ziel 10.000 heißt's. Gell? Also gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, Daumen hoch und solche Sachen. Kann schon, wenn es dir gefällt, Daumen runter. Mein Gott, ist halt so, es gefällt ja jedem. Und ja, abonniere nicht vergessen. Okay, dann lassen wir es für dieses Mal gut sein und dann bis zum nächsten Mal. Also dann, viert euch und macht's gut.